Ach, du darfst Sachen einfach antatschen, ja? Bei deinem Po-Loch bin ich. Ich würde dir den Mund zu kleben und sagen, mach die Augen zu. Nicht ohne meine Kerze. Es tut weh. Autsch. Nee. Gib mir deine Hand und wir gehen jetzt. Tschüss. Hätte ich mich da oben nicht vertippt, dann wäre es ein super Start in die zweite Folge. Zweite Folge? Dritte Folge? Ja, ich glaube zweite Folge. Kannst du trotzdem machen. So. Schlüssel zeigt den Weg, wurde gesagt. Benutze den Schlüssel, um den Weg zu finden. Komme ich denn hier wieder? Raus? Was denn für ein Schlüssel? Hast du den vielleicht im Inventar? Ah, guck mal, ich habe ihn in der Hand. Es fühlt sich so an, als würde es wollen, dass ich in eine Richtung laufe. Vielleicht sollte ich mich umschauen. Soll ich mich jetzt drehen? Oh! Siehst du das? Ja. Okay. Folge mir. Ich folge dir auf deinen Knackarsch. Oh, was war das? Was denn? Ich höre Stimmen im Wald. Boah. Da guckt man einmal kurz zur Seite und dann rennt man voll in ihre Bubis rein, sowas. Ja. Der Schlüssel wollte den Weg ändern. Da lang. Steht hinter mir und sagt da lang. Ich hab gesehen, ja, wo er lila wurde. Hallo? Hallo? Was wissen wir? Nee, er weiß. Ach so. Er weiß wir nicht. Hä? Wo ist denn jetzt hier? Da. Hä? Wo willst du denn hin jetzt? Seht ihr was? Du stehst in der Luft. Nee, da kommt noch der Abgrund. Ja. Ja. Bist du dir sicher, dass wir da lang sollen? Autsch. Es tut weh. Hat mich nur ein Viertelkreis gekostet. Na dann. Fußgelenk weniger, aber sonst. Können wir schwimmen? Wollte ich gerade auch fragen, weiß ich nicht. Achtung! Lauf, die Nonne! Oh nein, nicht schon wieder! Go away! Oh, ich häng fest. Go away! Go away! Go away! Go away! Go away! Ich glaube, es hat aufgehört. Nee, go away, go away, go away, go away! Hier ist ein Steg. Weiß nicht, wo ist. Wo will der denn hin? Hier ist noch ein Steg. Lauf ich noch richtig? Bist du noch da? Ich bin vor der Nonne weggelaufen. Ich laufe zu diesem Bötchen unten auf der Karte. Gut. Da bin ich auch. Gut. Ich laufe um Mauern herum. Ich glaube, da muss ich auch rein irgendwo. Aber wo geht's hier rein? Direkt über dem Bild. Nördlich. Ja, ich bin einmal in die falsche Richtung gelaufen. Paranormale Entität. Hier ist irgendwo was. Schlüssel leuchtet nicht mehr. Bin am Weg. Ich sehe. Hi. Was war da? Weiß nicht. Es war schon wieder dieser Klumpen. Ich hab dieses Rad. Einige Wesen sind unsichtbar. Benutze den Thermaldetektor, um sie zu sehen. Hideyoshi kann auch seine Fähigkeit benutzen. Ist einer von uns Hideyoshi? Ich glaube nicht. Was ist los? Die Nonne ist wieder da. Ja, dann komm her. Ich habe hier einen Schlüssel und der leuchtet hier drin. Wieso hat er den jetzt gerade so gewedelt? Ich kann auch einfach kriechen. Flauschi? Ja? Mich hat's nach draußen teleportiert. What? Zu der Nonne. Was soll das?
Mein Schlüssel leuchtet nicht mehr, doch jetzt hier draußen, aber... Schlüssel, zeig uns den Weg! Ich weiß, was damit gemeint ist, mit unsichtbar! Okay. Okay, du willst hier rein, das ist mir jetzt schon klar, aber dann... Oh Gott! Ich bin in der Sackgasse! Ja, mach dir mal. Ich laufe mit dem Schlüssel herum. Ich werde immer zur Nonne teleportiert nach draußen. Das ist nicht fair. Wir haben ein Skelett mit Kerzen gewonnen. Aber nichts machen. Das Klavier spielen? Nein. Alter, komm das nach oben. Du kennst doch dieses, du hast doch diese Kamera, ne? Dieses komische viereckige Ding, ne? Das blaue, ja. Damit siehst du die Gegner. Okay. Ich habe Schädel und Kerzen gefunden, aber oh, was ist das denn? Das ist eine merkwürdige Auswahl an Büchern. Diese Bibliothek ist ähnlich wie unsere auf dem Campingplatz. Sehr praktisch. Ich muss nicht zurück zum Camp laufen, um zu recherchieren. Oh, oh Gott. Diesen Schlüssel in der Hand zu halten, fühlt sich merkwürdig an. Er möchte, dass ich ihn zu einem Ort bringe, irgendwo, wo es hingehört. Ich finde einige Informationen zu Schlüsseln, die mit Hilfe von Ritualen an Personen gebunden wurden, so dass dieser nur für diese Person funktioniert, solange die Person am Leben ist. Dieser Schlüssel scheint auch für mich zu funktionieren. Das beantwortet zumindest eine Frage. Okay, kannst du mal wieder weggehen hier? Ja, okay. Ja, Schlüssel. Wo ist, heißt das jetzt, der Schlüssel ist an mich gebunden? Wo willst du denn hin, Schlüssel? Hier ist ein Ritual, hier ist ein Skelett. Lebst du noch? Puh, Gott, was denn jetzt passiert? Ach so, ich bin auch nach draußen teleportiert worden. Hi. Bist du dir sicher, dass du da gerade wieder rein willst? Nee, aber ich... Der Weil das Ding kommt gerade die Treppe hoch. Ich wollte dir gerade sagen, es kommt uns gerade entgegen. Deswegen stehe ich hier noch. Aufgabe für Sie, Klemmbrett prüfen. Es geht nach unten. Ja, schön, da bin ich auch. Kann ich mich hier verstecken irgendwie? Es kommt wieder nach oben. Ich muss das Klemmbrett prüfen. Kleinen Moment. Schlüssel zeigt uns den Weg. Ja, wunderbar. Ja, da steht nicht, was jetzt Sache ist. Oh. Sie ist durch mich durch und Richtung Süden geflogen. Kommt wieder nach unten. Ich weiß nicht, was hier zu tun ist. Ich hab's wieder nach oben gelockt, ja? Hier ist ein Skelett. Hier ist Medizin. Wie kann ich die nehmen? So. Ah, okay. Ach, scheiße. Das war das Grüne, was ich zwischendurch gesehen habe. Okay. Also, falls du Leben brauchst, hier unten im Sarg sind zwei Töpfchen. Ich nehme mal noch eins mit. Eins lasse ich für dich. Ja, ich habe die Hälfte von meinem Leben verloren. Es kommt wieder nach unten. Ja, ich suche immer noch, was hier Sache ist. Oh, was? Oh Gott, was ist das denn? Neue Aufgabe im Klemmbrett. 83868991792. Und jetzt kann ich hier Buchstaben machen. Oh. Ich bin wieder raus teleportiert worden. Kostet mich das Leben? Ja. Schön. Ja, weil du die Nonne triffst. Ich war aber noch nicht fertig hier. Hallo, was soll denn das? Du kannst aber auch dem Ding nicht ausweichen, ne? So wirklich. Hui. Das war knapp. Hi. Bist du das auf dem Radar neben mir? Das ist doch noch was. Noch was?
jetzt... Ja, ich weiß, du bist unbegeistert, dass wir dich ignorieren, ne? So, er ist jetzt ganz oben. Möchtest du nochmal nach unten gehen und ich sag dir Bescheid, wenn er dann kommt? Woher weißt du, dass er oben ist? Weil ich gesehen habe durch die Kamera, wie er da oben nach oben gegangen ist. Hm? Ich habe nur so ein Radar. Das ist ein oranges Männchen. Bist du weit weg von diesem Treppenaufgang? Nee. Dann würde ich dir nämlich sagen, rennst du wieder hoch, wenn er wieder hier auf der Treppe auftaucht. Komm hoch. Warte, ich versuche gerade, ob das hier das richtige Dingens ist, aber irgendwie nicht. Er kommt jetzt wieder runter gleich. Ich weiß nicht, wie ich hier wieder rauskomme. Okay, dann versuche ihn wieder nach oben zu locken, ja? Ich muss da unten sind Zahlen und da kannst du Buchstaben eintippen. Und jetzt habe ich gerade versucht, anhand der Zahlen und dem Alphabet da Buchstaben, aber es ergibt keinen Sinn. Oh, ich bin reingelatscht. In ihn? Anscheinend. Ja, jetzt geht er wieder nach oben. Geht er nach oben. Jetzt dachte ich, ich kann nach oben gehen, weil unten ist irgendwie nichts. Gut, dann. Nee, nach links ist er, ist nach links gegangen. Okay, dann gehe ich nach oben. Irgendwo, wenn du irgendwo einen Hinweis siehst zwischen Zahlen und Buchstaben. Ach, guck mal hier. Drei. Er geht wieder nach oben. Oh Gott. Hast du was zum Schreiben da? Ja. 83L. 83L, ja. 91T. 91T. 79H. 79H. Ist da was? Ich glaube nicht. Er hat gerade die Tür zugemacht. Er macht gerade Türen zu. Oh, ich bin auf dem Balkon. Bin ich aufs Dach? Ich weiß gerade nicht mehr, wie viele Zahlen das waren. Okay, wieder reingelatscht. Ich habe noch ein Viertel. Ich habe dir jetzt 3 gesagt, oder wie viel? Ja. Guck mal links herum. Da ist auf dem Altar, liegt da was. Da sind Zahlen und ich habe da schon Buchstaben reingetippt, die aber nicht richtig sind. Oh, jetzt habe ich schon das Ding in der Hand und habe nicht aufgepasst. Ich lenke ihn gerade ab. Ach, 3L. Wie viele fehlen da noch? Warte mal, 91T. 79H. Woher weiß ich denn, wie viele noch fehlen? Wie viele Zahlen hast du da noch? Oh, scheiße. So nah dran. Ich habe 6 Zahlen. Alter, wer warst du denn? Wo ist er denn jetzt? Ich hab dir doch 3 Sachen oder so nur gesagt, oder? Ja, stimmt. Und das? Und das vierte war unten im Keller. Da stand was von 83O. Ey, dieser Penner lässt mich nicht mehr rein. Aber mein Leben geht Gott sei Dank nicht weiter runter. Ich geh jetzt hier rein. 89R. Wo stand das? Habe ich jetzt gerade gefunden. Ich bin reingerannt. 92U. 92U? Ja. Er ist hinter mir her. Er hat mich schon wieder. War das eine 86, das O? Warte mal. L, O. U.
91, was war die 91? Ein T. 79 ist ein H. Und die 92 war ein U. Hä, mein Leben fühlt sich wieder auf? Irgendwas habe ich falsch. Warte mal eben. 83 ist ein L. Die 86 war ein O. Die 89 ein R. Die 91 ein T. Die 79 ein H. Und die 92 war ein U. Hast du schon drei und... Achso, hast du schon auf? Hab ich. Loch zu. Loch zu. Ist da was aufgegangen? Die Tür ist offen, ja. Das heißt, ich muss in den Keller, ja? Ja. Wenn ich nicht dauernd wieder getroffen werden würde. Noch ein Weg. Bin da. Hi. Hier. Oh, bist du da durch? Oh. Hi. Was? Das sieht aus, als wärst du durch ein Po-Loch gekommen. Hm. Oh. Bei eurer Untersuchung könnt ihr einige interessante Items finden. Nach dem Laden eines Spielstands findet ihr diese Items hier. Ich habe doch eine Taschenlampe, oder? Ich habe Kerzen. Kerze kannst du, glaube ich, fallen lassen. Nicht freigeschaltet. Ach so, hatte ich vorhin das andere? Nee, das war's. Warte mal, welches dieser Dinger hast du hier in der Hand? Hast du das linke oder das rechte in der Hand? Das rechte. Ach so, ich habe das linke in der Hand, weil ich kann das rechte nicht nehmen, weil da steht, dass du das im Besitz hast. Ich kann quasi nur sehen, in welche Richtung das Vieh ist, aber nicht oben oder unten. Ah, und ich kann das Vieh genau sehen. Das erklärt nämlich, weil ich hatte, glaube ich, ganz am Anfang erst deins in der Hand. Und da habe ich mich nämlich gefragt, wieso sehe ich denn da Sachen durch? Okay, also wir sind jetzt hier. Dann... Oh, ein Zettel. Ein Hinweis. Neue Aufgabe im Klemmbrett. Wir hatten kein Wasser, kein Essen, nichts, womit wir leben konnten. Das ist unser Ende. Warum ist hier Flashlight? Boah, ist das hell jetzt. Entschuldige. Jetzt ist es dunkel. Irgendetwas verfolgte uns. Unser Verstand spielte uns Streiche. Wir wussten nicht, was real ist. Und wir vergaßen vieles von dem, was wir gesehen hatten. Vier andere waren mit mir hier. Sie sind bereits tot. Alle waren bereits nach dem Aufwachen wahnsinnig. Ja, ich glaube, wir auch. Wir wissen nicht, wo John ist. Ja, dieser John. Aber er ist wahrscheinlich auch tot. Ich spüre auch, wie es an mich heranschleicht. Meine Seele wird wahrscheinlich gefangen sein, sobald ich sterbe. Wenn ihr das hier lest, bedeutet das, dass ihr diesen Ort irgendwie gefunden habt und wir es nicht geschafft haben. Warum nicht? Aber das ist jetzt nicht wichtig. Wichtig ist, dass du weißt, was du von nun an zu tun hast. Warum sollte man das tun, wenn die es wohl nicht geschafft haben? Ja. Erstens, und zweitens, warum steht das nicht zuerst da? Ja. Wenn ihr euch dem Altar nähert, müsst ihr die Seelen derer finden, die geopfert wurden, um die Dunkelheit aufzubeschwören, die jetzt den Wald heimsucht, und eine von ihnen ist meine eigene. Berührt den Altar, wenn ihr bereit seid, die Wahrheiten zu erfahren. Okay. Wenn ihr euch dem Altar nähert, müsst ihr die Seelen derer finden, die geopfert wurden. Berührt den Altar. Okay. Wir berühren den Altar. Wo ist denn der Altar? Ja, lass mal machen. Wo denn? Da ist noch so ein Po-Loch, also vielleicht hier. Der Po-Loch. Du hättest... Was ist hier los? Was war das? Ich hab's nicht gesehen. Guck nach rechts. Lauf über die Brücke, genau. Guck nach rechts und lauf über die Brücke. Ja, da war... Ich habe was gesehen, aber es war geräuschlos und es ist weg. Wenn das wieder da ist, wenn ich komme, ne?
Es war diese Nonne in XXXXXXL. Das meinte ich vorhin. Ich habe von weitem was gesehen, aber einfach nicht realisiert. Ehrlich, ey. Ich sag's dir, wenn ich mit dir in so einer Situation in absoluter Wirklichkeit wäre, ne? Ich würde dir den Mund zukleben und sagen, mach die Augen zu, gib mir deine Hand und wir gehen jetzt. Oh. Bevor du das... Entschuldigung, ich musste anpacken. Was passiert hier? Konfetti! Ich wollte gerade sagen, bevor du diesen Altar berührst, wir werden uns kurz umschauen. Nö, ich bin weg. Nichts mit umschauen, einfach weiterlaufen. Oh, hat aufgehört, okay. Was ist da drin? Medizin. Brauchen wir das? Ja, vielleicht. Ich bin immer noch Half-Life. Voll. Die Kerze kannst du wegwerfen. Ich brauche nichts wegwerfen, ich habe einfach was genommen. Da, ich habe eine Medizin genommen. Ja, habe ich mitgenommen. Nein, ich mag meine Kerze. Okay. Ich brauche das nicht mehr. Wieso nicht mehr? Kann Gräber öffnen. Oh, man kann sich da drin verstecken. Das ist okay. Nicht gut. Warte, ich will noch mal ein Stück zurück. Willst du das? Ich mache hier Kerzen an. Ja, weil hier gab es noch einen Seitengang. Ja, man hört, dass du das willst. Da war das nicht bei dir und ich habe es nur schon wieder nicht mitgekriegt. Sieh das los. War nicht bei mir. Ich weiß nicht. Ich dachte, ich guck mir das mal an. Ja, das ist eine schöne Einrichtung hier. Ne? Rustikaler Stuhl mit Akupunktur eingebaut. Hier kann man abhängen. Und auch mal an den Ketten baumeln. Im Winter schön wärmende Fackeln. Das geht nicht auf. Okay. Kann ich dir nochmal anpacken? Nein! Im Angesicht des Altars kannst du die entfernten Schreie eines Jungen in der Luft hören. Hauptsache, du sagst nein und ich drück trotzdem nochmal. Da haben die Tic-Tac-Toe gespielt, aber in XXL. Das sind die Dämonen, die uns hier verfolgt haben. Wenn hier keiner ist, dann machen die das. Ach so. Ja, es ist uns zu langweilig, wie bis in die Ewigkeit auf Menschen zu warten. Stimmt, wann kommt auch schon mal jemand vorbei, der freiwillig irgendwelche Gräber beiseite schiebt. Ja. Nach oben oder zur Seite? Das ist eine Kerze. Wieso geht die nicht an? Oh nein! Not again, please. Oh, oh. Ja, ich geh mal. Sie ist weg. Wie, sie ist weg? Unsichtbar vielleicht? Ich bin nicht da. Tschüss. Weißt du, wo ich bin? Nein. Hier. Im Sarg. Ja. Uff. Wir brauchen ein Buch. Wo weißt du das? Ich habe ein Symbol angetatscht an der Wand. Ach, du darfst Sachen einfach antatschen, ja? Ich dachte, ich folge mal deinem negativen Beispiel. Ach so. Das war schon wieder dieser komische Klumpo. Walter. Ich wollte dir sagen, hier, das Symbol habe ich angetatscht. An der Wand. Das hier. Wir brauchen vielleicht ein Buch, um diese Symbole zu entziffern. Ach so, ich dachte, das wäre irgendeine Signatur. Wo sollen wir denn jetzt ein Buch herkriegen? Plauschi. Ja. Was ist hier los? Paranormales Objekt geradeaus. Menschlicher Schädel. Woher weißt du das? Das steht auf diesem Ding? Ja. Okay. Ich sehe ein Skelett.
Mein Inventar ist voll. Flauschi? Ja, bitte? Was ist los? Der Skelettschädel ist gerade hier davon geschwebt. Und du hast schon wieder nicht mitgekriegt. Ich krieg nichts mit. Kannst du hier das Skelett nehmen? Ich bin voll. Mein Inventar ist voll. Ist deine Gesundheit voll? Ja. Kein Signal. Paranormales Objekt. Dann schmeiße ich jetzt hier. Warte mal. Ich sehe was. Warte mal. Ich schmeiß mal ein. Ich wollte gerade sagen, da ist ein Buch. Dieses Buch enthält einige Symbole, die wir hier schon gesehen haben. Ich sollte sie mit diesem Buch entziffern. Komm. Geht das? Ich will dir ja keine Angst machen, ja, aber das Verfluchtheitslevel dieses Ortes liegt bei 1.904.000 und ein paar zerquetschte. Ja, yeah, okay. Ach, schön, wenn man sich dabei die Brille hochschiebt, ne? Mhm. Da, guck mal, hier liegt doch so ein Symbol. Vielleicht kannst du es mit dem Buch hier entziffern. Ist das hier ein Zettel? Das ist doch ein Zettel. Der leuchtet doch. Inventar ist voll. Was da leuchtet, ist Medizin. Ach so. Aber guck mal hier. Hast du jetzt mein Buch genommen? Nein, das hast du auf den Boden geworfen. Ja, das weiß ich. Was soll ich hier gucken? Da. Ja, das Symbol mit dem Buch. Habe ich doch schon versucht. Dieses Buch enthält einige Symbole. Ich sollte sie mit diesem Buch entziffern können. Kannst du links klicken mit dem Buch in der Hand? Nee, ich höre hier was. Ich gehe jetzt einfach zu dem Dings zurück. Dem, was du an der Wand angetatscht hast. Wo war denn das? Oh, hier ist eins an der Wand. Oh ja, lass mich doch hier antatschen. Nee. Komm mal her. Ja. Versuch du mal. Ich kann das nicht. Oh, da oben steht jetzt was. Die Symbole an diesem Ort scheinen eine Art alte Sprache zu sein. Wir konnten entziffern, was sie uns sagen wollen. In diesen Hallen verborgen liegt ein Pfad, unentdeckt und kühn. Lenk dein Laternenlicht darauf, lass das Verborgene erblühen. Wir brauchen eine Laterne. Du lachst mich mit meinem Kerzenlicht aus. Ich geh jetzt mal hier hoch. Also die Treppe hoch hier ist so ein Symbol an der Wand. Komme. Das ist ein hübscher Gargoyle. Das sind Kerzen, die ich anzünden kann. Nee. Oh, ich habe Medizin genommen. Wie hast du es denn entziffert? Keine Ahnung, ich habe da drauf gedrückt und dann habe ich es erst gesehen, als du da standst. Oder hat das Hinlegen davor was gebracht? Oh, oh Gott! Ah. Bleibt sie da hängen? Sie bleibt da hängen. Kann ich jetzt einen Schluck Kaffee trinken oder nicht, Oma? Okay, sie ist wieder weg. Eieiei. Lass mich durch!
Wollen wir nochmal tauschen? Können wir auch machen. Schmeiß das mal hier vor. Hier hast du Medizin. Vielleicht ist es auch das falsche Symbol. Also ich meine, es leuchtet so kurz, ne? Wo man es hinlegt. Hm. Na gut, wo bist du hin? Ich werde dich nie wiederfinden. Weil das andere Symbol war ja tief orange, wo wir lesen konnten. Ach so, hier bin ich. Human, Signaltype Human. Wo bist du denn? Ich bin ganz am Anfang wieder. Weil da war doch auch ein Symbol an der Wand, oder? Bei deinem Po-Loch bin ich. Kommst du noch mal nach oben, bitte? Nee, Moment, hier ist ein Symbol an der Wand. Ah. Die Symbole an diesem Ort scheinen eine Art, was? Nur für diejenigen, die für würdig befunden werden dürfen, das Reich der Seelen betreten, wo über dein Schicksal entschieden wird, wirst du dich beweisen und in unsere Reihen eintreten. Sie werden über dich entscheiden. Mhm. Nee, da gehe ich nicht mehr hin. Das ist doch auch eine Glyphe hier. Ja, aber okay. Ich glaube, die wir lesen können mit dem Buch, sind tief orange. Aber an der Wand hatte ich auch ein Handsymbol und bei dem war doch auch eins. Hier ist nix, ne? Ich komme wieder zurück. Paranormale Entität, okay. Ja, es klingt ja nett da bei dir. Ja, es ist die Treppe runter. Aber das paranormale Objekt kommt näher. Oh, ich kann's sehen. Ich gehe meine Treppe wieder hoch, ne? Sie, wo bist du jetzt? Wieder oben an dem Symbol. Hi. Da. Wo genau, komm mal mit. Wo bist du denn? Hier, ich Ach bin so. An dir vorbeigelaufen. Achso, ich dachte, du wärst die Entität. Wenn du das in der Hand nimmst, ja, dann siehst du, dass da irgendwo ist, da steht da Human. Genau da. Das ist eine menschliche Seele irgendwo. Beobachte des Lichts Tanz am Altar hier, wo bunte Platten warten voller Zier. Zeitgleiche Berührung mit dem Lichterschein, Geheimnisse werden sichtbar sein. Ist das so, Simon sagt? Warte mal, welches Symbol ist denn da abgebildet? Hey, das darfst du aber erst drücken, wenn es leuchtet. Dann sag mal. Jetzt! Okay, bin wieder runtergegangen. Wieder dasselbe, oder? Anscheinend. Darf ich ja drauf stehen? Jetzt geht's wieder hoch. Passiert in der Zeit irgendwas? Later. Ach, warte mal. Hier ist auch eins. Das ist der Schriftzug. Warte. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Jetzt. Ha, immer noch der gleiche Schriftzug. Sonst geh du mal zur anderen Platte und wir stellen uns gleichzeitig drauf. Jetzt. Los. Nee, sieht irgendwie nichts. Jetzt grün. Jetzt ist es grün. Warte, ich bin drauf. Oh, war ich zu früh? Ja. Spät? Okay, wieder von vorne. Okay, warte. Ich bin bereit. Warte. Ja, ich bin drauf. Du musst das besser timen, Flauschi. Aber das war auch noch im Leuchten da jetzt.
Und dann können wir wieder runter, ne? Ja, genau. Ja. Und jetzt grün schnell. War wieder zu spät? Wir waren ja. wieder zu spät. Okay. Du bist einfach zu schnell, Flauschi. Du bist zu langsam. Nee. Okay. Und los. Jetzt. Wir müssen ja nur beide innerhalb dieses Zeitraumes da drauf gegangen sein. Grün. Siehst du? Aber meinst du, der wird dann noch mal grün, wenn wir nicht direkt... Ich denke, das werden wir mal herausfinden müssen, würde ich sagen. Okay. 2 hours later. Dann gehen wir jetzt aufs Weiße. Gehen wieder runter. Jetzt lassen wir das grüne grün sein. Okay, es bleibt grün. Warte. Jetzt war ich vor dir drauf. Okay. 2000 years later. Und wir gehen aufs Weiße drauf. Gehen wieder runter und gehen schon mal zum Grünen. Gehen aber noch nicht drauf. Nein. Wir warten einen ab. Und wir gehen aufs Grüne. Und wir gehen wieder runter. Und dann warten wir wieder einen ab und dann gehen wir aufs Lilane. Genau, das kann ich nicht sehen. Und? Doch, jetzt. Jetzt. Okay. Und gehen wieder runter. Und laufen schon mal zu 4. Mal zum Saturn-Ding. Und drauf. Jetzt. Und gehen wieder runter. Was jetzt passiert? Jetzt haben wir die Laterne bekommen, endlich. Eine Laterne. Die habe ich mir schon immer gewünscht. Soll ich jetzt mal das Ding entfallen lassen und du nimmst das Buch oder soll ich das Buch nehmen und du nimmst die Laterne? Nimm du die Laterne. Ich weiß nicht, ob wir das Buch noch... Und außerdem will ich meine Kerze nicht aufgeben. Was muss man mit der Laterne nochmal tun? Vielleicht kann man was Verstecktes damit finden. Ich sehe hier nur so ein Leuchten, aber... Das kommt noch wahrscheinlich. Ja, irgendwas sollte man damit doch sehen können, oder? Anscheinend. Habe ich die denn in der Hand? Ja, ne? Ja. Oh, da ist die Oma. Ich bin da. Ja, bleib mal hier hängen. So, kannst du irgendwas mit der Laterne hier tun? Nein. Okay. Irgendwo haben wir doch einen Text gelesen, der einem sagt, was man mit der Laterne machen konnte. Ich weiß es nur nicht mehr. Hast du denn hier schon gerade ausgeguckt gehabt? Weil hier war ja noch ein Raum. Wo bist du denn schon wieder hin? Ich bin da. Nee, da habe ich nicht geguckt. Okay. Das habe ich im Limbus gesehen. Diesen Stein? Ja. Opa Walter, bitte. Ich hatte einen Opa Walter. Oh no, I'm sorry. Und eine Oma Anneliese. Wo bist du? Ich hab dich verloren. Ich bin genau in den Raum reingegangen. Einfach nur den Raum, der daneben war. Tja. In diesen Hallen verborgen liegt ein Pfad unentdeckt und kühn. Lenk dein Laternenlicht darauf, lass das Verborgene erblühen. Ich sag dir doch nur, wie es weitergeht. Ich glaube, ich bin unten. Du bist nach oben, ne? Ich bin nach oben, genau. Ich habe den letzten Raum noch untersuchen wollen. Ich komm. Aber hier ist nichts Spannendes. Hi. Okay. So, du siehst mit diesem Laternenlicht irgendeinen Pfad, den wir vorher nicht gesehen haben. Okay. Und... Wo soll ich den sehen? Da vielleicht? Oh. Wo die Wand wegbricht. Okay.
Na dann, Sauschi. Pull the lever! Was ist das? Geht das so? Oder nicht? Ja, okay. Das weiß ich ja nicht. Okay. Ja, tut es. Du hast gesagt, ich soll erst Sachen angucken, bevor ich irgendwas antatsche. Und auf einmal darf ich antatschen. Oh. Geht das wieder runter? Was passiert hier? Was bewegt sich hier? Ah. Alle ziehen oder nur ein bisschen? Oder. Weiß ich nicht. Soll ich einfach tun? Kannst du mit dem Buch hier. Ich bin da, ja? Hallo, Buch? Nee, hier ist nichts. Weißt du was? Ich mache jetzt die Flauschi. Zieh, zieh, klick, zieh. Okay, klick, 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 klick. Da. Nee, nichts passiert. Stimmt, da rein. Mach mal immer nur einen. Ich wollte gerade sagen, mach immer nur einen. Vielleicht bleibt einer unten. Nein. Nein. Ja. Okay. Nächste. Ja, warte, ich mach mal hier den. Nein. Ja, nein. Ja. Ja. Hat da vorhin nicht in dem Zettel von Anna oder so gestanden, ich sag dir, wie du hier rauskommst und wie es weitergeht? Ja, irgendwie sowas. Aber merke ich nichts von. Hier ist noch ein. Ah, hast du den schon gedrückt? Ja, ist nichts passiert, oder? Doch, die Tür ist ja aufgegangen. Hä? Die war doch offen. War die offen? Oh, ja. Das ist vom so blau. Oh, I'm so frightened. Ja. Was habe ich denn damit zu tun? Etwas möchte, dass du nicht rennst. Ist das so? Ja, ich kann nicht rennen. Oh, ach so. Ach, das steht da. Da ist ein Licht, da sollen wir da hingehen? Ich würde mal vermuten. Aber ich kann da springen. Wow. Erinnere mich daran, nicht mit dir zu Lost Places zu gehen. Oh, da würde ich mit niemandem hingehen. Nicht alleine, gut, gar nicht. Aber auch nur, weil es einsturzgefährdet ist, ne? Nee, auch nicht vor Geistern, sondern dass da Menschen drin sind. Ja, ja. Da definitiv die größere ganz, Bedrohung. Boah, da habe ich letztens was gesehen. Da ist einer, nee, ich glaube, das war ein Tunnel oder so. Oh, ich kann mal noch nicht ran. Und dachte, er wäre verlassen und war schon, oder es war doch ein Gebäude, aber ein Keller. Und er war schon eine ganze Weile da drin und geht im Keller um die Ecke und ganz weiter weg steht, nee, der hockte da. Aber das sah nicht aus wie ein Obdachloser, weil er hatte ein Shirt und eine Jeans an und so. Und jeder normale Mensch würde sagen, alles klar, ich bin weg. Hörschi? Ja? Das Haus brennt. Ja. Nee, tut's nicht. Ja? Nicht? Sieht aus, als würden die Vorhänge brennen. Nö, ist nur Licht an. Ist warmweiß, weißt du? Kannst du auswählen bei der Alexa. Hm. Sagst du, mach Licht auf warmweiß. Dann sieht das so aus. Auf jeden Fall. Never. Ist der nicht weg. Hat ihn so angesprochen, aber der hockte da zusammengekauert, hat nichts gesagt. Dann hat sie gedacht, ja gut, dann gehe ich halt. Ach, guck mal, ich zuck nochmal mein Buch hier. Und ich kann nicht an dir vorbei, du, dein Hintern ist zu breit. Danke. Dein virtueller Hintern. Auf jeden Fall ist er später nochmal zurück zu dem gegangen und da saß er in einer anderen Position. Und dann hat er ihm gesagt, hier, ich gebe dir $20, weil du tust mir leid und so. Und trotzdem hat der Kerl sich nicht bewegt. Ich wäre sowas am Weg gewesen.
Das ist mehr als gruselig, ja. Ja. Oh, ich kann da einfach durchlatschen. Du auch? Yep. Ja? Okay. Bei eurer Untersuchung könnt ihr einige interessante Items finden. Nach dem Laden eines Spielstands findet ihr diese Items hier. Sag mal, ich habe oben ja keine Minimap mehr. Wir sind ja auch irgendwo durch diesen Ur-Anus da in irgendeine Anderswelt geraten, oder? Ich glaube auch, weil ich habe auch keine Minimap. Weil das ist, oder ist das jetzt wieder der Wald hier? Weil wir haben ja eigentlich nur unseren Camper, das Bürogebäude. No touch. No touch. Ich habe nichts angefasst. Hast du was angefasst? Ja. Du sagst zu mir, ich soll nichts anfassen. Ich habe nur den schwarzen Brief angetatscht, der bei uns hier im Inventar liegt. Schwarzen Brief? Inventar? Der da oben in der Luft hängt, ja. Da. Achso. Das hast du jetzt im Besitz. Weil hier steht, ist bereits im Besitz eines Ermittlers. Ich weiß nicht, was das sein soll. Genauso wie die Laterne. Was hast du alles so in der Hand? Nee. Ja, ich hab die Laterne. Das, nee, das ist das da hinten. Nee. 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 Mehr habe ich nicht. Hab ich das? Ist das vielleicht das Buch? Ja, das könnte sein. Das könnte sein. So. Was denn hier? Touch. Touch. Touchy? Ich kann ja nichts touchen. Aber es leuchtet und ich habe das Buch in der Hand. Lisas Tagebuch Buch riecht verbrannt. Warum liegt hier Lisas Tagebuch? Um einzutreten, müssen alle Investigatoren im Bereich sein. Nun, dann gehe ich erstmal hier rein. Wo ist denn meine Kerze? Nicht ohne meine Kerze. Okay, hier ist nichts. Möge die Investigatorin mit in den Bereich kommen, bitte, in diesem Bereich. Ich glaube, ihre Seele wurde geholt. Ich beschwöre dich, Peri. Many unbearable hours later. Es ist gruselig, was sich dein Mund bewegt. Hörst du mich wieder? Ja. Okay, mein Headset ist gerade irgendwie abgeschmiert. So. Möge sie mit zu dieser Tür kommen. Wahrscheinlich können wir gar nicht. Huch, wer bist denn du? Du hast gesagt, es gibt keine Puppen. Ich habe gesagt, ich habe keine Puppen gesehen. Wahrscheinlich könnten wir eh nicht zu den anderen Sachen gehen, weil es gibt ja noch gar nicht so viel, ne? Weil ich glaube. Stimmt. Das Einführungsding und Kapitel 1, also quasi das jetzt. Oh, guck mal, lecker Brot. Oh. Ich konnte die Lampen hier anzünden, die Kerzen. Ich auch. Hast du schon das Speichersymbol gesehen irgendwie zu irgendeiner Zeit? Ich glaube, ich speichere regelmäßig. Ah, du musst tatsächlich manuell speichern. Das ist mir aber auch erst aufgefallen in der Höhle. Ist das so? Ja. Aber das stand doch irgendwie zwischendurch, wenn sie dieses Zeichen sehen, dann wird gespeichert. Echt? Das habe ich nicht gesehen. Schreibmaschinentastatur. Da unten sehe ich es jetzt. Hast du gerade gespeichert? Nee. Ich habe was. Irgendwas wurde hinzugefügt. Ja. Okay, aber zum du kannst. Inventar. Schreibmaschine, irgendwas. Die Tür ist verschlossen. Aber wenn er jetzt gerade hier gespeichert hat, ne? Was ist hier los? Nix. Du willst nicht nach unten. Ja. Nee. Achso, bist schon unten, weil wir haben das Folgenende erreicht. Okay. Ja. Dafür, dass wir springen können, springen wir viel zu selten. Dopti-dopti-du. Springen in Horror-Games wirkt viel zu fröhlich. Warum darf man das nicht? Oh, guck mal, das ist eine Chesterfield-Couch. Oder so.
ungefähr. Eine was? Eine Chesterfield Couch. Heißen die so? Ja, auch wenn die, also die sind bequem, aber klar stelle ich mir jetzt so keinen Netflix-Abend vor, aber ich fände es schon geil, einfach nur, wenn du es könntest, dir so ein Ding, die sind nämlich scheiße teuer, dir irgendwo hinzustellen. Ja. Dann zu sagen, guck mal, ich habe eine Chesterfield Couch. Vielleicht mag ich den Namen auch, ich weiß es nicht. Irgendwie finde ich die geil. Also die geht jetzt so, aber... Lauschi, da unten liegt die Puppe. What? Oh, da hat er noch. Wo ist die Treppe? Wo ist die Treppe? Wo ist die Treppe? Ich will da nicht hin. Ich dachte, du musst an der Puppe vorbei. Nee, wo ist sie denn jetzt? Oh nee, wo ist denn die Treppe? Wo bist du? Ist hier überhaupt eine Treppe? Ja, ja, ich lauf gerade hin. Hi. Hier bin ich, links von dir. Ja, nee, also ich gehe jetzt, ne? Also. Nee. Okay, tschüss YouTube. Tschüss YouTube.